Jawohl, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Bus Simulator 21. Weiter geht's heute mit der Auswertung von Copperpot und Petri. Greenwood ist fertig, haben wir komplett durch. Und heute geht's mit Petri weiter. North Madison Drive, South Mall East. So, guck mal gerade, Haltestelle Nummer 4. Ich baue die nur ein wenig um. Indian Avenue. Copperpot Church. Humboldt Street. Humboldt 5th Avenue. 5th Avenue. Indian Avenue. So, ein bisschen anders denn an den. Ein bisschen anderen Routenverlauf. Humboldt Street. Humboldt Copperpot Church. Warte, sind wir die zu tauschen? Humboldt Street. Ich habe von meinem Enkel gehört, dass es eine. Ja, ich muss gerade nur mal kurz. Indian Avenue. 5th Avenue. Humboldt Street. Ich guck gerade, dass die. Ich überlege gerade, wie ich die tauschen soll. Doch, es macht Sinn. Hier zu starten, da hochzufahren. 5th Avenue. Die anzufahren. Die anzufahren. Humboldt Street. South Gavilan Way. Und dann weiter nach Beatty. Warte mal. South Amphlett Boulevard. Nehmen wir die erstmal außen hier mit. Amphlett Boulevard. North Madison Drive. South Mall West. South Mall West. Humboldt Street. South Mall East. South Mall East. South Gavilan Way. South Mall East. South Gavilan Way. Hey. Bay Tree Church. Bay Tree Church. South Mall East. So, dann nehmen wir die jetzt alle mit und dann geht's mit Bay Tree weiter. Bis dann. So. Genau. So, nächste Haltestelle wäre Bay Tree. Oder Bay Tree? Ja. Genau. Copperpot und Bay Tree auf 5. Yep. Aber. Und dann geht's heute los. So, dann fahren wir, warum auch immer der jetzt wieder irgendwas geändert hat. Miau. Miau. Aber brauche ich jetzt gerade nicht. Keiner. Naja, egal. So. So. Und wie heißt die alte Stelle? Oh je, habe ich vergessen. Ich rufe Indian Tobias Avenue. An und bitte ihn nach ihr zu sehen. Genau, Copperpot Church heißt die alte Stelle. South Mall East, South Mall West. Warte mal, was anders. Ich fahre die. Ich habe gestern schon wieder verwendet. Nein, sie fand das Ganze gar nicht witzig. Tschüss. Kindling Walk. So, mit dem müssen wir jetzt zur Copperpot Church zurück. Und dann geht's los. Kann ich hier irgendwie drehen? Nee, ne? Oder ist ein krasser Kopf. Ja, wir stoppen durch heute zur Copperpot Church und nehmen heute die Haltestelle, nehmen heute Bay Tree mit. Und Copperpot ist ja quasi so ein bisschen das, was wir auch noch mit brauchen. Also sind wir heute quasi in der ersten Folge für den Stadtteil Bay Tree. Thema Welt ist ja relativ easy, das machen wir danach irgendwann. Also wir nehmen jetzt erstmal die ganzen Innenbezirke mit. Also nehmen wir jetzt alles, was raus, dann irgendwie da was auf 5 hochgeht, so wie wir es bisher immer gemacht haben. Und so wie ihr es alles mittlerweile Step by Step kennt. Und viele Haltestellen sind, viele Stadtteile sind es nämlich nicht mehr. Es sind noch 3, 6, 7, 8, 9 Stück insgesamt. Von 21 Mal.
Also, wir haben jetzt mittlerweile schon deutlich mehr als die Hälfte der Stadtteile aufgewertet. Schön. Jedenfalls, es läuft so ein bisschen. Wir schaffen es alle zwei, drei Folgen mal zwei Stück aufzuwerten. Ja, ich könnte das hochrechnen, wie viel wir haben. Dann sind wir hier noch bei 10, 12 Folgen. Aber das ist halt dann einfach so mal. Das kann ich jetzt eh nicht ändern. Ich kann es ja nicht beeinflussen. Klar, ich kann natürlich jetzt weiter meine Busse fahren lassen. Das mache ich ja auch nebenbei. Also die fahren ja noch. Es fahren ja auch noch NPCs auf diesen Routen, um die Haltestelle mitzunehmen. Das sind ja nicht nur wir. Alles, was dann irgendwann auf 5 hochgeht. Also wenn ihr mir sagt, ja, werte auf, kein Problem. Wenn er da 5 hochgeht, schmeiße ich die aus dem Routenplan. Wie gesagt, jetzt geht ja nicht um Einnahmen. Wir verlieren ja mehr oder weniger sogar noch an Einnahmen mit den Routen hier. Aber das ist letztendlich wurscht. Das ist herzlich egal. Und wie gesagt, das ist schlimm. Genau, da oben ist die Haltestelle. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr weiterhin das Ding hier mit mir zusammen durchzieht. Copperpot Church geht schon auf 4. Also fliegt auch demnächst aus der Route raus. Und alles, was rausfliegt, ist der, ist mein Linienplan hier. Ist okay. Das ist, glaube ich, so das Langwierigste, dass wir alles auf 5 erstmal hochwerten müssen. Der letzte Teil ist Pipifax, das kriegen wir hin. Das sind vielleicht 2-3 Folgen, wenn es hochkommt. Wenn man es auf Anhieb schafft, ist es sogar nur eine Folge. Also es liegt ein bisschen daran, wie die Zufriedenheit am Ende aussieht. Wie gesagt, ich werde diese Route offscreen nochmal neu konfigurieren. Damit sie wirklich reinpasst, damit wir nicht hetzen müssen, so wie wir das in der Fall in der Folge damals gemacht haben. Ich glaube, das war Folge 47 oder so. Sondern wir werden dann quasi, dass die Route auch nur selber dauert, 48 Minuten dauert oder so, dass wir das so locker in eine Folge reinhauen. Wenn wir das auf Anhieb schaffen, sind wir durch. Zumindest beim Hauptspiel. Und wenn wir dann fertig sind, geht's ans DLC. Noch 2 Stadtteile dazu. Da sind noch 9 Missionen. Oh nein, ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. So, die Haltestelle wieder auf hier. Ich mag All Directions. Ich meine, man kann sie nicht brauchen. Ich mehr als eine. Ich kenne sie gar nicht. So, richtig, so schön. Einfache Fahrt bitte. Das Wetter. Es regnet aber ganz schön, ey. Danke. So. Nächste Haltestelle ist die Fifth Avenue. Da wo wir bei der letzten Route ein bisschen gestartet sind. Ich musste sie ja ein wenig umbauen. Einfach aus routentechnischen Gründen. Das war jetzt schon aus Reflex, da sage ich, ich baue die jetzt um die Route. So. Fahrkarten.
Das heißt, hier und zu und weiter geht die Reise. Hubble Street. Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch keinen Unfall gebaut heute. Die letzte Folge haben wir ja fast regelmäßig welche gehabt. Aber ich will sie gerade nicht beschreien. Ich habe nämlich auch hier auch an der Haltestelle einen Unfall gehabt. Da ist nämlich ein Auto reingefahren. Und, auf 3 auf jeden Hi. Hallo. Na, ja, schauen wir mal, was wir hier für ein Haus spielen. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Türen zu und weiter geht die Reise. Die nächste Haltestelle ist die South Amplet Boulevard. Ja, der. Ich glaube, wir sind jetzt im Bay-Tree. Das sind jetzt Haltestellen, die ersten vier, das sind Haltestellen, die sind in der Copperpot. Aber die Haltestelle hier ist ein BHW. So, 3. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Danke. Ich hab die ganze Zeit so Bass im Ohr gerade, das ist sehr unangenehm. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Aber ich glaube, hier ist eine Disco nebenan. Jedenfalls war das gerade sehr, sehr unangenehm auf dem Ohr, die ganze Zeit. Ja, nächstes Mal ist das der Apple Boulevard, das ist also quasi die Straße hier. Ich fahre die ja von außen nach innen weg. Oh, da ist jemand eingepennt. Apple Boulevard? Ich brauche eine neue. Ach, doch, immer rausgestiegen, okay. Oder sich das gerade falsch. Ja, doch. Okay, alles gut. So, wieder da. Alter, voll am Gewittern gerade, ne? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich bin mal gespannt, wenn das Wetter ein bisschen was besser wird. So. Ja, wir sind immer noch fleißig dabei und um die Fälle aufzuwerten. Aktuell sind wir bei Copperpot und Bay-Tree. Copperpot ist auch so das nächste, was wir dann irgendwann haben. So viel dürfte es auch nicht mehr sein. Ich versuche jede Route zweimal zu fahren pro Folge. Ich denke, hey, guck mal, ob ich schaffe, ich würde das gehen. So, North Madison Drive. Haltestelle Nummer 7. Ich glaube, 11 hat die zusammen. North Madison Drive.
Madison Drive. Ja. Einfache Fahrt, bitte. Hier ist das 3 oder 4 sogar, 30 habe ich gesagt. Halt, bitte. Fahrkarte zu wenig gerade ausgedruckt. So, nächste Haltestelle ist hier oben. Kommt mir ziemlich bekannt vor, diese Haltestelle ist South Mall West. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen. Du Sacke, Alter, du hast mal schön die Vorfahrt gerade gemacht. So. Ich hab die doch jetzt wieder aufhören. Jo. Boah, also 2. Aber im Moment ist noch 2 Folgen für. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. So, ja. Normale einfache und 2,80 gibt das Wechselgeld. Danke. Normal einfach. Gib ihm. Das gleiche grüne Spiel. Ach, der will Fahrgast rein. Den hab ich gar nicht gesehen erst. Bist du rein, Cheffe? Ihr seht ja so ein bisschen in den beiden Spiegeln, dass da jetzt noch was rein will. Nämlich ein Fahrgast. Sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Das soll nicht wunderschön sein. Es regnet und gewittert und stürmt. So, nächste Haltestelle ist die. Ist das Gavilan Way? Wir sind immer noch in dieser langen Liste. Also, das ist das, was halt so extrem auffällt. Aber es ist halt so. Es gehört nun mal dazu. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass so ein Ding jetzt rauskommt noch. Ja, ihr habt euch jetzt umeinander gekettet. Warte mal. Ist die? Ne, ist geradeaus, geht's weiter. Dann links. Gavilan Way auf 4. Eine Fahrkarte, bitte. Halt. Drei Stück. Puh, ist das kalt heute Abend. Wenigstens ist der Bus geheizt. Ja, es regnet auch extrem. So, letzte Haltestelle, vorletzte Haltestelle, State Beatrice. Was sind da jetzt zu? Ach, da sind sie noch eine Tür. Ah. Wenn der Bus sich nicht aufstellt, dann haben wir doch irgendwo. Dann muss da noch irgendwas fehlen. Beatrice Church. Die hatten wir, glaube ich, einmal erst dabei bei dieser heiligen Route, die Strecke mit den Kirchen. Boah, was weiß ich, wie viele Folgen. Da, welche Church, hier ist er. Da haben wir jetzt einen Tag da, Level 100 im Handicap.
Ich dachte, wir hätten noch ein Zahltagstück, ja? Ich möchte mehrere Fahrkarten kaufen. Danke. Ja, gerne. Nur hin, bitte. So. Es muss hier nicht ganz ausland sein. Seniorenticket, ein Fahrkarte. Es fährt sich so. Das hat es gestern einfach mal lieb geklappt mit den Türen. South Mall East. Das ist Haltestelle Nummer 6. Das Wetter wird aber gefühlt auch nicht besser, ne? Es ist so ruhig im Bus. Er fängt so an. So, da vorne ist die Haltestelle. Ist dann auch die letzte Haltestelle auf dieser Route hier. Jetzt Gott sei Dank, die 1 ist nicht allzu weit weg. Ja, irgendwo dazu. So, liebe Leute, alle mal aussteigen. Wir können. Wir enden hier. Ja, jetzt haben wir auch den Zahltag. Kriegen wir mittlerweile eigentlich? 165.000. So, einmal kurz den Kollegen da mit dem Rollstuhl raus. So, fahren wir das ganze Ding noch einmal. Weil wir müssen, ja, ein bisschen Kohle einnehmen. Also das heißt, nein, wir müssen keine Kohle einnehmen, natürlich nicht. So, ein anderer Bus. Ach du, oh ja, herzlich. Ich habe diese scheiß Dinge immer hängen, ne? Mal die mittlere Tür mal auf, damit sie raus kann. So, große Frage, nächste Frage. Können wir heute Kafferpot dazu packen als jetzt als Aufwertung? Dann hätten wir nämlich nur noch 8 Stadtteile, die wir aufwerten müssen. Also mit dieser mit Kafferpot sind ja 9 insgesamt nur noch. Hilfe, Hilfe! Das war ein bisschen zu viel des Guten. So. Ja, moin, da sind wir wieder. Sind der jetzt geweckert? Aber der hat sich geweckert, okay. Ich will eigentlich mal Copperpot-Church weg haben. Haben wir dann als Seemission eigentlich den Kopf? Fahrerroute Copperport, Weltwehr 5, einmal mit einem CLG-Bus. Ja, ist mir egal. Für eine schwarze Lackierung. Ah, meine Leute, jeden Farbe. Ich bin jetzt eh einmal dabei, mit dem Ding zu fahren. So, nächste Mal schon ist die Indian Avenue.
Ich habe jetzt aber nicht gesehen, wie lange wir brauchen für die Route. Warte mal, wir hatten jetzt wir berechnen wir dann eigentlich die Route. Und so nebenbei. Ja, passt. Ihr seid gerade 19 Minuten pro Route. Und das, wir sind glaube ich bei 21 oder 22 Minuten. Das kriegen wir hin. Ich versuche jede Route, wie gesagt, zweimal zu fahren pro Folge, damit wir ein bisschen was schaffen. Das kann ich natürlich nicht bei Routen machen, die irgendwie 40, 50 Minuten gehen. Aber es sollte eigentlich bei diesen Klecker-Touren nicht so sein. Gerade wenn wir dann nämlich hier die eine außen Timber Ridge und wie hieß, brauchen wir ja nicht allzu viel. Die ist ja schon auf 5 eigentlich. Da sind wir nicht komplett auf 5, weil da noch Haltestellen fehlen. Indian Avenue darf abgeschlossen werden. Aber mit dem Bus ist es so komfortabel. Wo bin ich denn überhaupt hier? South Mall East. Humboldt Street. South Gavilan Way. Warte mal. Copperpot Indian Avenue. Nehmen wir die raus. Ja, darüber nehmen. Indian Avenue. So, warte mal. Indian Avenue muss rausnehmen. Ich muss wieder eine Haltestelle rausnehmen. Gut. Senior-Ticket, Tagesskarte. So. Gut. Tür und zu. Weiter geht die Reise in den Avenue. Darf man uns aus der Route rausnehmen? Brauchen wir nicht ganz genau mehr. Ist jetzt auf 5. So, links an die Stelle ist direkt hier vorne um die Ecke, das ist die 5th Avenue. Es könnte aber langsam aufhören zu regnen. Ja, wir sind unter der Haltestelle, Kollege. Kannst du rausstellen. Juhu! Und die 5th Avenue direkt hinterher. Die. Hey! Warte mal. Der Stift ist das. Ist meine Fahrkarte noch gültig? Fifth Avenue. So. Senior-Ticket, Tageskarte, ist schon die zweite Einstellung, dass wir da rausnehmen können. Wenn wir jetzt noch die Humboldt Street hochgehen, dann hätten wir sie alle. Dann hätten wir, glaube ich, alle. Fast, bis auf die erste, glaube ich. Also, wären wir auch schon fast durch mit Kofferport heute. Und die kriegen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge durch. Und dann kümmern wir uns um Baitree. Da hängt das zweite nächste Stadtteil dran. So. Das wird dann wahrscheinlich den Ali Research sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Das müsste eigentlich das Nachbarstadtteil sein. Ich versuche ja mal so zwei Stadtteile an einer Route einzubauen, damit wir die Schelle ein bisschen aufwerten können. Ja, haben wir jetzt wieder fertig, Leute, weil. Einfache Fahrt, bitte. So. Und ich meine, umso mehr Haltestellen die rausnehmen, umso kürzer werden die auch die Strecken. Danke. Was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. So, Senioren-Ticket. Senioren-Ticket brauchst du. So, dann kann man auch noch zwei Haltestellen, die wir aufwerten müssen. Dann hätten wir es auch geschafft. So, South Ampere Boulevard ist hier rechts abbiegen. Genau, das ist die eine Haltestelle, wo es jetzt eigentlich nur geradeaus erstmal geht. Die ist nämlich hier vorne. Das sind mehr oder weniger drei Haltestellen auf einer Linie. Jetzt geht es mal erstmal nach Baitree. Ja, hier ist eine Disco.
Deswegen auch die ganze Zeit dieser Pass im Ohr. Das ist hier ganz schlimm. Ich bin froh, wenn die raus ist. Ja, noch eine Runde, eine Runde, dann kommt das auch durch. So, Das Wetter macht natürlich auch nicht besser gerade. Es regnet aber schon ewig. Also das könnte man wirklich aufhören. Eine Fahrkarte, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Hi. Gut. Nächste Haltestelle ist der Amtrak Boulevard. Wie gesagt, wir sind momentan, sind jetzt zwei neue Haltestellen rausgefahren, also hat er nur noch 9, ne? Also in der nächsten Runde, das wird ja jetzt quasi noch die alte Route aufgesetzt immer noch. Aber wie gesagt, ich schmeiße jetzt Haltestelle für Haltestelle aus der Runde raus. Dann sind wir vielleicht hoffentlich bald auf 8, ne? So, jetzt haben wir hier. Amtrak Boulevard. Auf 4. Hallo. Hallo. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, einmal rein. North Madison Drive. Wo ist der Kollege? Jetzt haben wir ein bisschen. Die Disco ist hier nebenan und das bist nicht du. So. Nächste Haltestelle, wie gesagt, noch mit ins Tor, da sind wir gerade unterwegs hin. Weltkrieg durch haben, hätten wir die nächste Anzeige. Also das heißt Körperpack mache ich, muss ich jetzt erstmal abarbeiten. Ist hier vorne. Schon jetzt. Was für eine Nacht. Ich bin voll. Da wird bestimmt noch mindestens einer dabei sein mit der Fahrkarte, oder? Ich kontrolliere. Oh, es hat mal aufgehört zu regnen. Man muss nur mal meckern. So, Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Scheiße, da raus. So, weiter geht's. Ja, also, man muss nur mal meckern. Das hat auch nicht gerade immer mal gerumst und dann war durch. Southmore West, hier wieder, wo ich jetzt auf 2 oder 3, glaube ich, ist hoch. Die ist nämlich immer noch 2 erst. Aber ich sag, wenn wir die natürlich relativ zeitnah hochpushen, schon auf 4 danach und auf 5. Vielleicht in der nächsten Folge könnte man durch sein. Welche wahrscheinlich nicht, damit muss ich auch noch eine Folge dahinter herkommen. Aber gut. Umso mehr Haltestellen wir abwerten, umso mehr Stadtteile wir klar machen, umso besser ist es. So, jetzt geht es auf 3.
Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Vielleicht in der nächsten Folge. Und wohin geht's jetzt? Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, ja, machen wir so. Danke. Nur hin, bitte. Ja, ich wollte aber Fahrkarten gerade haben, ne? So. Danach haben wir einen kleinen Break. Also Folgenende quasi, mehr oder weniger, wieder zwei Wochen Folge. Wollt ihr jetzt schon wieder einen hochwerfen? Nee, schade. Hätte sein können, wenn der nächste Busch dahinter steht. Das war geil gewesen, weil die 8 natürlich auf 4 aufgemacht hätten, aber wieder 3. So, ist das Gavelin Way. Den habe ich jetzt noch gesehen. Gut, wunderbar. Und einmal rum. Kommt ihr da hier rechts? Habe ich schon die Enthalte Stelle. So. Die 4, die hier rechts steht, die ist schon rausgefallen aus der Runde. Die haben wir schon ausgeklammert, mehr oder weniger. Hallo. Ja. Aber nicht. So, normale Fahrkarte, einfach Fahrkarte. Da sind jetzt einige. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich halt drüber gehen, doch. Egal. Komm, sei es drum. Heute bin ich Fuß. Gehe nie ich möchte mehr zu Fuß. Also, heute Busfahren noch, ne? Macht echt total Spaß. Na, komm rein. Wer will sie nicht? Ja, perfekt, dann will noch mit. Jetzt war ja alles still. Schwager! So. Klar. Ist doch nur eine Schlafpitze, ne? Ist doch nur eine Eingabe. Da hinten ist es. Hier die Dame. Hier, bitte. So. Ich gehe mal wieder nach vorne, damit wir weitermachen können. Na klar, hier ist sie. Nochmal. So. Wie gesagt, letzte Haltestelle. Ja, voll jetzt ist es. Wir sind schön auf einer Linie hier. Das ist hier. Dann geht's hinten zur letzten. Und dann haben wir es auch geschafft, mehr oder weniger. Mit unserer kleinen Rundreise hier durch Baytree. Kappapod X ist hoffentlich in der nächsten Folge weg. Das wäre super. Baytree Church geht einfach mit raus. Baytree Church. Immer auf den Stift. So. Baytree Church. Warte mal. Humboldt Street. Wo stehen wir denn hier oben irgendwo, ne? Warte mal. Was habe ich gesagt, die 9? South Mall East. Nee, 10. South Mall West. 10 ist das? South Mall West. South Gavilan Way. Diese gigantische Sam-Statue sieht super aus. Copperpot Church, Humboldt Street, South Gavilan Way, South Gavilan Way, North Madison Drive, Apple Farms Walk, 6th, South Gavilan Way, Amphlett Boulevard, Baytree Church. Baytree Church hier. North Madison Drive. Hallo, übernehmen. So. Es sind alle nur noch eine Haltestelle jetzt.
Gut. Betty Chips ist ja auch schon rausgenommen, Flo, aus der Liste. Sprich, drei haltische Wege. Diese kleine Runde hier. Ich bin ja froh, dass da nicht so Dinge gekommen sind, aber wir alle halten schon auf 10 oder sowas. Theoretisch wäre das möglich. Ich glaube, die höchsten, die wir haben, sind auf 8. Es sollte nicht nach arbeiten. So, letzte Haltestelle heißt Saltmall East. In der nächsten Folge fahren wir sie dann quasi noch einmal oder zweimal, je nachdem, wie weit wir es schaffen. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht Batwee schon abhaken, Copperpot abhaken könnten, rein theoretisch. Aber wie gesagt, das müssen wir dann entscheiden. Batwee ist ja dann auch so ein Ding. Was wird dann noch abgehakt? So. So, alle mal aussteigen. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Und jetzt bam bam, nochmal einen aufwerten, oder? Jawohl. Aber nicht auf 5. Gut, in der nächsten Folge fahren wir das ganze Ding noch einmal. Oder zumindest zweimal. Und wie gesagt, dann habe ich das mal Copperpot abschießen können. Da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten könnt. Hier bei Let's Play Bus Simulator 21.